Hi Leute, herzlich willkommen zu einer Folge und heute spielen wir Adopt the Me. Und oh mein Gott, Leute, das neue Egg ist endlich zu 100% bestätigt. Als hätte ich es euch nicht schon gesagt, welches Egg kommen wird, jetzt haben wir die 100%ige Bestätigung. Und diese werde ich euch in diesem Video hier zeigen. Ja Leute, das Lava-Egg, das Vulkan-Egg, das Magma-Egg kommt nach Adopt Me. Und wie cool ist das denn bitte, Leute? Ich fand den Lava-Dragon, Leute, wenn wir hier mal suchen, Leute, den Lava-Dragon fand ich ja so unfassbar cool. Und ich denke, einige von euch fanden den auch ziemlich cool. Außerdem den Lava-Wolf noch, Leute. Der sieht auch richtig, richtig fresh aus. Und jetzt bekommen wir ein ganzes Lava-Egg. Ich habe den 100%igen Beweis. Das heißt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich werde ihn dir in diesem Video hier zeigen. Und ja, lass gerne einen Daumen da und ab in den Kanal und aktiv am Kanal mit coolen Roblox zu diesem Video zu passen. Und ich würde sagen, ja Leute, ich zeige euch den Beweis nach dem Intro. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier haben wir gerade das Southeast Asia Egg, welches bald schon verschwinden wird. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, das Egg wird bald schon verschwinden. Und hier haben wir auch jetzt in der Nursery quasi am Rand, sage ich mal, alles so im, ja, Southeast Asia Style nun mal, Leute. Wir haben hier so ein cooles Boot. Die Map, muss ich sagen, hier drinnen sieht richtig, richtig fresh aus. Also, gibt einen richtig, richtig coolen Vibe. Aber Leute, ja, dieses wird bald verschwinden. Wir werden hier bald einen Vulkan hinbekommen. Denke ich mal zumindest. Also ich werde es euch jetzt einfach zeigen, Leute. Ich werde euch aber nicht darauf warten lassen. Ich werde es euch hier zeigen. Lasst mal alle einen Daumen nach oben da und schreibe auch unbedingt in die Kommentare, Leute. Wie findet ihr die Idee von einem Lava-Egg bzw. von einem Magma-Egg? So, Leute, das hier hatte ich euch schon mal gezeigt. Diese Lava-Umgebung da, wo immer die neue Area geteased wird, beziehungsweise das neue Egg. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt gehabt. Und das ist auch wirklich real. Allerdings gab es jetzt einen neuen Tweet. It's getting toasty in the nursery. Ja, Leute, schaut euch das an. In der Nursery ist ein Vulkan. Ja, Leute, es ist Lava da, es ist Magma da. Und wenn das nicht der 100%ige Beweis ist, Leute, dass ein Lava-Egg kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Leute, the floor is Lava, wortwörtlich hier. Und ja, hier ist auch noch so ein Vulkanzeichen. Wir wissen bis jetzt noch nicht, ob es das Vulkaneck wird oder das Lava-Egg oder ob das einen komplett anderen Namen hat. Ich weiß es nicht. Wir wissen es noch nicht. Ich werde euch auf dem aktuellsten Stand auf jeden Fall halten, Leute. Aber was klar ist, es kommt ein neues Egg und das schon sehr, sehr bald. Außerdem, Leute, außerdem ist es richtig, richtig cool. Ja, hier haben wir nochmal die Nursery. Hier und so, hier. Selbst hier wird auch Lava sein, Leute. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es hier draußen aussieht. Ich denke mal, da wird auch ganz viel Lava sein und vielleicht noch hoffentlich ein Vulkan. Und hoffentlich, Leute, ich hoffe so sehr darauf, dass ein Live-Event kommt. Ja, Leute, ich denke mal, es wird kein Live-Event kommen. Und das Ding ist, ich bin nächste Woche von Montag bis Freitag nicht mal zu Hause. Das heißt, wenn da nächste Woche Donnerstag schon das Update kommt, dann bin ich sauer, weil da bin ich nicht mal zu Hause, Leute. Aber hey, wir werden sehen. Ich hoffe mal, dass es nicht so früh kommt, aber es könnte sein, dass es sogar schon nächste Woche Donnerstag kommen wird und dann bin ich einfach nicht zu Hause. Das ist natürlich blöd, aber kann man nichts mehr machen. Aber ich werde schon irgendwie eine Lösung finden, Leute, falls es dann so sein sollte. Aber ich denke mal, nächste Woche wird es noch nicht rauskommen, aber es könnte trotzdem sein, dass es nächste Woche schon rauskommt, Leute. Es könnte natürlich sein. Jetzt schauen wir uns auch die Pets an, die in dem neuen Egg kommen könnten, Leute. Jetzt schauen wir uns auch mal die Pets an. Und zwar hat Adopt Me schon mal dieses Video hier gepostet. Hier sehen wir auf jeden Fall im Hintergrund so riesige Kristall-Lavasteine. Und hier sehen wir sehr wahrscheinlich alle Pets, die im neuen Egg drin sein werden. Und hier sehen wir einige neue Muster quasi. Ein paar kommen hier auch bekannt vor, wie zum Beispiel so ein Oktopus gibt es hier. Das da, boah Leute, das sieht so aus, als hätte so ein Vulkan auf dem Rücken. Hier haben wir so ein Oktopus, wird es wahrscheinlich so ein Lava-Oktopus oder sowas sein. Könnte ich mir ganz cool vorstellen. Hier sehen wir auf jeden Fall alles. War das ein Moskito? Hier haben wir irgendeinen Fisch, Leute. Hier haben wir irgendwie so ein Leopard, sieht das aus. Dann haben wir noch so ein T-Rex-mäßig. Oder das ist so ein Dodo oder sowas. Ich weiß nicht, Leute. Hier haben wir so einen Pufferfisch vielleicht. Ich weiß es nicht ganz. Hier, das sieht auf jeden Fall so aus wie so ein Frosch oder so. Hier, das sieht so aus wie so ein Moskito. Und hier, das sieht so aus wie ein Vogel, Leute. Dann haben wir hier noch so eine Kau oder so. So eine Lava-Kau. Leute, stell dir mal eine Lava-Kau vor. Hier so ein Anglerfisch. Das ist auf jeden Fall ein Anglerfisch. Und ja, ich bin richtig, richtig geil. Das sieht so aus wie so ein... Was könnte das sein, Leute? So ein bisschen so aus wie so ein Bär, aber irgendwie auch nicht, oder? Oder? Leute, ich würde sagen, ja, keine Ahnung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr das? Wir haben jetzt den 100%igen Beweis, dass es kommen wird. Und
Und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Falls euch gefallen hat, gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und aktiviert euren Kanal mit coolen Roblox. Und das war's dann, würde ich sagen. Haut rein und ciao, Leute.